Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem zweiten Aachenseer Genusstag hier in Berchtesgadener am Eingang zum wunderbaren Karwendel. Die Sonne, habe ich gesehen, kommt schon durch, aber ich weiß noch nicht wo. Ich möchte gleich einmal recht herzlich begrüßen unseren Bürgermeister-Ingenieur Josef Hausberger. Ja, ich möchte auch weiters begrüßen unsere Vertreter von der Schifffahrt, sind auch da. Bei uns sind es einfach die Freunde, die Berggranaten, die für uns aufspielen. Der Matthias, der Hirst, das ist der Große da. Liebe Gäste, liebe Aussteller, liebe Veranstalter, Andreas und Luis, ein herzliches Grüß Gott, einen genussvollen Vormittag wünsche ich von Seite der Gemeinde Eben. Aachenseer Genusstage, mit was verbinden wir das? Für mich ist es sehr positiv besetzt, wenn man heute den Fernsehen auftritt und in der Welt herumschaut, was alles passiert am Agrarsektor, im Lebensmittelbereich, dann glaube ich, kann man dieses Thema nur sehr ernst nehmen und versuchen, regional zu wirtschaften. Ja, wir sind jetzt da beim zweiten Aachenseer Genusstag und stellen jetzt diese Partnerbetriebe vor. Hier sind wir beim Meisterbetrieb bei der Bäckerei Adler. Der Bäckermeister, der Alexander Adler, ist direkt bei mir. Und ich habe ja da hinten so ein schönes Plakat gesehen mit dem Bierspitz. Lieber Alexander, was ist das Besondere am Bierspitz? Besonders am Bierspitz ist das, dass wir das Wasser durchs Bier ersetzt haben und eben nur mit dem Aachenseebier kriegt es noch den richtig typisch kräftigen Geschmack. Und was ist sonst noch drinnen beim Bierspitz? Ist das so wie das Kronspitz, das wir alle kennen, oder ist doch ein bisschen anders? Nein, der ist schon einiges besser wie der Kronspitz, weil da sind nur Röstzwiebeln mit drei und Liebstöcke. Und nachher eben durch das Wasser verdunstet ja und zurück bleibt noch der hopfig-malzige Geschmack vom Bier. Ich sehe jetzt da hinten der Bernd, unser Kollege von der Firma Mantler, hat auch ganz was Tolles da herausgepackt. Man sieht es jetzt da. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Das sind Topfennockerl. Eigentlich sind das backene Mais mit einem Topfentag. Die sind außen richtig knusprig und innen flaumig wach. Innen flaumig wach. Und was trinkt man da dazu? Ein Aachenseebier oder doch was anderes? Ja, zu dem da die besser einen Kaffee trinken, aber zum Bierspitz natürlich ein Bier. Ja, wunderbar. Hier sind wir jetzt beim zweiten Stand. Das ist der Kreativhof Klausenhof hier in Berchtesgadener. Wir sehen da ganz tolle Produkte, frische Eier, frisch gelegt und auch so ganz kleine, gefleckerte Eier. Kann ich die Chefin des Hauses, muss ich jetzt fragen, was sind denn das für Eier? Ja, das sind Eier oder sind eigentlich kleine Hühner im Grunde genommen, Wachteln. Und ja, sind einfach kleiner und getupft. Aber eigentlich wesentlich bekannter ist euer Hof ja für das tolle Naturjoghurt. Man sieht da L plus rechtsdrehend. Conny, was ist das Besondere bei eurem Joghurt? Ja, das Rechtsdrehende, das ist halt bekannt, dass das für den Organismus gesünder ist, als wir das Linksdrehende. Das ist zum Beispiel auch in dem Actimel, wenn man es vom Geschäft her, von der Kühldecke her kennt, gerade dass bei uns halt kein Zucker zugesetzt ist, dass das halt natürlich, auch mit natürlichem Fettgehalt ist, wie es sein soll. Und wer mag, kann sich eine Marmelade oder was einrühren, wenn er es lieber süßer will. Wunderbar. Ich habe das schon probiert, das Joghurt, also dieses Naturjoghurt vom Klausenhof ist ein Traum, das muss man wirklich sagen, passt auch wirklich perfekt zum Frühstück, also wirklich super. Jetzt hier bei einem ganz einen neuen Genusspartner, und zwar Genuss in einer anderen Form, nicht zum Essen, sondern wirklich für den Körper. Wir sind jetzt hier beim Tiroler Kräuterhof, der sein Geschäft hat in Maurach am Aachensee. Und wenn ich da so reinschaue, sehe ich ganz viele Sachen, vom Salz über eine richtige Wellnesslinie. Was ist das Besondere bei euren Produkten, Alice? Das Besondere ist, dass wir das alles als natürliche Produkte herstellen und auch alles selber machen, alles Handarbeit, jeder Detail. Ich habe auch gesehen, im Geschäft draußen habt ihr so riesengroße Seifenblöcke. Und die macht sie auch selber? Machen wir auch selber. Weiter geht's erst kulinarisch und wir sind jetzt hier bei der Metzgerei Meier. Wir haben hier den Metzgermeister, den Junior, den Matthias bei mir. Matthias, ich habe zuerst da was gesehen. Es sind ja nur noch ein paar
Wurstzipfel da, aber so weiße Würstel. Was ist das Besondere jetzt an diesen Würstchen? Was ist das überhaupt? Also das sind frische Würstel. Habe ich extra gemacht wieder heuer fürs Festl. Ich lasse mir gerne was einfallen und probiere gerne. Neulich bin ich im Radl gefahren, ist mir das eingefallen. Holunder, frische Würstel, das passt, oder? Und dann habe ich gedacht, ich probiere einfach und habe Holunder mit Ingwer, Minze, gemischt einfach, eingemischt in die frischen Würsteln. Und die Leute mögen es total gerne, also freut mich voll. Ich sehe ja bei euch im Geschäft sehr viele deutsche Kennzeichen vor dem Haus stehen. Was kaufen die? Ich habe gehört, die kaufen am liebsten den ganzen Speck weg, stimmt das? Das ist natürlich der Klassiker, ja, der Tiroler, also Nordtiroler Schinkenspeck. Das betiteln wir immer auf die Etiketten und so, gell? Das ist einfach der Klassiker. Das kennen sie draußen nicht so. Die Knoblauchnoten. Haben heute schon ein paar gefragt, gell? Oh, Knoblauch, ja, sehr gut, sehr gut. Ist auch gut für die Gesundheit, ne? Nebenbei erwähnt. Ja. So, einer unserer prominentesten Teilnehmer, das ist der Franz Kostenzer, hier von der Edelbrennerei Kostenzer am Aachensee. Der Franz hat knapp 100 selbstgemachte Produkte. Und ein paar davon, habe ich gesehen, sind ja nicht wirklich normal für einen Tiroler Schnapsbrenner. Wenn ich da den Whisky schaue, Franz, wie kommt man als Schnapsbrenner, als Edelbrenner zu einem Whisky? Das ist richtig, es ist nicht so gewohnt für uns. Aber ich habe bei der Destillator zum Beispiel mit den Getreidebrennern immer super abgeschnitten, dass er 3 Goldmedaillen kriegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann ich gleich einen Whisky machen. Brauche ich nicht einen Getreidebrand. Der lässt sich ja gar nicht so gut verkaufen, sondern der Whisky ist da wesentlich besser. Der Whisky wird bei dir in Eichenfässern gelagert. Du hast immer ganz frische, ganz neue Eichenfässer. Aber du hast jetzt auch ein neues Produkt, habe ich gehört. Jetzt machen wir vom Gerstenwhisky machen wir ein Sherry Finish. Das lagert zuerst 6 Jahre im Eichenfass, im neuen amerikanischen Weißeiche und dann das letzte halbe Jahr in einem gebrauchten Sherryfass, um die ganze Sache noch ein kleines bisschen mehr abzurunden. Zum Trinken von deinem Whisky oder auch vom Bierbrand gerne eine Zigarre, das passt schon gut dazu, oder? Das ist optimal, muss ich sagen. Einfach wer ein bisschen was für Genuss über hat, für den ist das Höchste. Oder zumindest für mich. Nicht? Ja, ein neuer Partner ist dazugestoßen bei den Genusstagen, und zwar die Metzgerei Vinzenz Leitner, die ja den Ursprung in Marach am Aachensee hat. Und wie lange gibt es jetzt diese Metzgerei eigentlich schon? Und nach dem Lebensbaum geht es bis in das 18. Jahrhundert zurück. Der Vinzenz Leitner und sein Betrieb, das sind ja Stützen hier von der Gastronomie auch am Aachensee. Was sagst du, was sind jetzt da eigentlich die Produkte, die bei den Gästen bei uns am besten ankommen? Ja, erzähl einmal. Der Karree-Speck, der Schinkenspeck, dann die Kaminwurzen, die Landjäger. Zurzeit haben wir auch Chili-Kaminwurzen. Die sind besonders gut, wer es recht scharf haben will. Ja, in Marach drum beim Hansi, den jeder kennt am Aachensee, kann man diese Waren dann kaufen. Margot, danke schön für das Interview. Ich hoffe, das war. So, jetzt sind wir hier am Stand vom Alpachtaler Heumilchkäse. Da muss ich jetzt am besten selber was dazu sagen, weil ich ja Obmann-Stellvertreter bin, auch von der Genussregion Alpachtaler Heumilchkäse. Wir haben ein paar ganz tolle Produkte mit von dieser Käserei in Reit im Alpachtal. Und das Interessante, wir haben den Käse deswegen da, weil irrsinnig viel Milch von dem Käse aus dem Karwendeltal kommt. Viele Kühe von unseren Bauern aus dem Alpachtal sind nämlich hier auf den Almen. Die Renner bei der Sennerei für die Einheimischen, das ist einmal da der Dorfkäse, ist ein ganz toller Käse zum Jausnen oder auch ein Bärlauchkäse und natürlich der Bergkäse. Und vielleicht auch für die Figurbewussten, nach dem tollen Sommer haben wir da unseren Bierkäse, das ist ein ganz kräftiger Käse, super für Kässpassel und so weiter, aber mit ganz wenig Fett, also da haben wir ungefähr 10% Fett. So, wir sind ja heute im Langlaufstüberl in Bertisau. Der Hausherr hier von Langlaufstüberl und auch der Chef vom Aachenseebier, der Alois Ruprecht, ist jetzt bei mir. Ja, Alois, das Aachenseebier gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Du kannst mir genau sagen, wie lang und wie kommt das Bier jetzt eigentlich bei dir gestanden oder musst du das alles allein trinken? Also, brauen den wir jetzt heute 2010 und bei den Leuten kommt es inzwischen wunderbar an.
Es ist ein hervorragendes, naturtrübes Bier. Mit 5,4% Alkohol das helle, das Weizen mit 5,2%. Dunkles Weizen haben wir jetzt inzwischen auch, ganzjährig. Ja, alles. Braun tust du aber schon nach dem Reinheitsgebot, oder? Das, sag einmal ganz kurz, was kommt alles in dein Bier rein? Braun den wir nach dem eigentlich nicht deutschen Reinheitsgebot, sondern bayerischen, weil die Bayerischen haben das entwickelt. Wir Tiroler führen das weiter. Da kommt eigentlich noch rein Wasser, Hopfen, Hefe und Malz. Ich habe ja gesehen, unten im Keller, da liegt ein Oktoberbier. Wann wird das angeschlagen? Zum Beginn des Oktoberfestes in München schlagen wir das an mit unserem Holzfass. Am 20.09. schlagen wir das Oktoberbier an. Ja, jetzt haben wir den Obmann des Tourismusbandes Aachensee auch noch hier bei unserem Genussfest. Hansi, ich sage einmal danke für die Unterstützung vom Tourismusverband. Und ja, Aachensee ist eigentlich bekannt als Tirol Sport- und Vitalpark. Wir haben jetzt gerade ein paar tolle Sportveranstaltungen hier hinter uns gebracht. Aber was sagst du zum Thema Genuss und Kulinarik am Aachensee? Ja, Markus, danke. Ich bin sehr froh über diese Initiative. Die unterstützen wir natürlich gern, weil das eine Möglichkeit ist, auch zu zeigen, was die Region auch an Genuss und Kulinarik zu bieten hat. Und wie man da sieht, ist ja das nicht so wenig. Hast du dich schon durchgekostet da durch die ganzen Sachen oder was tut jetzt an der Hotelier sonst dann an so einem schönen Samstag? Ja, zuerst einmal anstoßen mit dir. Wo ist dein Glasl? Und einmal Prost. Alles. Prost, die brauchen wir. Gesundheit. Und nachher werden wir halt so langsam da durcharbeiten, von Stand zu Stand. Gell? Und hoffe, dass alles so gut gefällt wie mir. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Hansi Entner, Obmann des Tourismusbandes Aachensee. Und jetzt darf ich sagen, lassen wir einfach den Genusstag einfach weiter so ausklingen, wie es uns jetzt gerade momentan passt. Dankeschön. Normal, ein Schwanz nicht einmal schön aus, oder wie? Das ist wie ein Ausstecher. Und der drückt normal einen Stern in die Mitte rein. Achso, und dann.